So, und wenn ich dann das ganze Eisen mir geholt habe, gehen wir mal ein bisschen näher ran, dann seht ihr auch ein bisschen besser. Hier passiert ja nichts. Grabe ich mich mal da hoch in die Höhle. Ja, ich habe eben gesehen, wir haben schon wieder über 4000 Research Points bekommen. Das ist natürlich sehr schön. Da haben uns ein bisschen die Monster geholfen. Ah, ich habe keine Lust, mich gerade nach oben zu greifen. Gucken wir mal, was mit dem Wasser passiert. Also ich grab mich jetzt hier so hoch und falls ich wirklich nicht über dem Wasser, das scheint ja Wasser zu sein, da rauskomme, dann ist es halt Pech. Ah, ich komme aber doch wahrscheinlich gerade so drüber raus, ne? So, da geht's ab in die Höhle. Gut, da kommt das erwartete Wasser. Ja, hier scheint's wieder Pflanzen zu geben, wenn ich das richtig sehe. Also ich ignoriere erstmal die Tiere, wenn sie denn kommen. Ach, oder ist das die Höhle, in der ich eben rumgeflogen bin? Liebe Leute, das ist, glaube ich, die Höhle, in der ich eben schon rumgeflogen bin. Hier nach oben, wenn ich hier nach oben gehe, ja, ja. Das ist die Höhle, in der ich eben schon war. Total unsinnig. Und tschüss. Und weg. Und raus. Gut, dass ich da nochmal war. Mann. So. Aber wir haben ja eigentlich auch ein bisschen Eisen bekommen, dann ist es ja gar nicht schlecht. Jo, dann weiter in die Tiefe. War was? Hier sind komische rote... Ei, oh, okay. Okay, jetzt geht's nach unten und ich sehe nicht wohin. Es geht ganz schön tief. Okay, dafür ist das Jetpack natürlich unbezahlbar. Dann gucken wir mal. Also hier ist nix. Ne, alles dicht. Gut so. Und hier ist auch alles dicht. Vollkommen unspektakuläre Höhle. Das Blöde ist nur, ich werde die nicht ausgeleuchtet bekommen. Hier wird, ja, hier wird Zeug spawnen noch und nöcher. Das heißt, eigentlich müsste ich mich jetzt hier hochbauen. Und links und rechts eine Wand ziehen, damit ich da in diesem Schachtsystem bleibe. Aber das geht ja zum Glück einigermaßen fix, wenn nicht gerade unter mir jemand auf mich schießt. Wo ist er? Da kommt er an. Treffen wäre gut, ne? Absolut hilfreich, verdammt mich. So, und genau aus den Gründen, dass mir das hier nicht alles voll spawnt und ich nachher wirklich einen vernünftigen Schacht hier habe, mache ich das zu. Und setze zumindest mal ein paar Fackeln. Okay, dann kann es ja eigentlich weitergehen nach unten. Oder will ich hier rechts gucken? Das sieht natürlich aus wie ein Shadowpot und ist somit natürlich mörderisch interessant. Dann gucken wir mal dahin. Und dann schön, dass ich es hier gerade zugemacht habe. Wo kann ich hier graben, dass ich weiterkomme? Gar nicht, hier oben. So, also das sieht wieder aus wie so ein Shadowpot und den will ich haben. Da muss ich durch. Also, warum ich das mache, ist zumindest in einem früheren Spiel. Ihr habt ja eben gesehen, wenn wir oben auf der Oberfläche waren, da gab es ja diese mystischen Tore, die man dann eröffnen kann,
Na, und wenn man drei mystische Tore geschafft hat, dann darf man in der Stadt gegen den Boss kämpfen. Von dem habt ihr auch schon ein paar Sachen gesehen. Was willst du denn? Von dem habt ihr auch schon, ach, da sind noch welche. Ein paar Sachen gesehen. Der schickt mich dann weg und er vertreibt mich aus der Stadt und sonstigen Sachen. Und um das dritte Tor zu aktivieren, braucht man nachher Shadow Pods. Und deshalb sammle ich die jetzt schon. Dann braucht man nämlich nachher nicht ewig darum suchen. So, hier hin. Wertvoll, wertvoll, wertvoll. Graben. Ja, was? Was ist denn das hier wieder für ein Fehler? Ich würde gerne graben. Kann ich nicht. Kann den nicht abgraben oder was? Doch. Aber es war ein Baum, es war kein Shadowpod an sich, so wie es aussah, wenn ich das hier rechts richtig, links richtig im Log deute. Wie schade. Okay, der Blöde hier kriegt so einen mit. Ist doch ganz klar, dass mein Schwert bis dahin geht. Tja, und da war der ganze Ausflug für Nüsse. So, das hier ist wieder Titanium wahrscheinlich. Na, es hat doch eben geleuchtet da. Ja. Naja, das lasse ich alles liegen, weil ich denke, wir haben genug in der Stadt. Also ich lasse alles liegen, ne? Rote Kristalle, Kohle, Kupfer. Ich lasse alles liegen. Gut, das war ein super Ausflug. Hat sich richtig gelohnt. Ich habe noch einen von den Bäumen, auf denen die Shadow Pods wachsen, dann platt gemacht, weil ich es falsch gesehen habe. Sehr gut. Geht doch nichts über einen guten Spieler. So, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Jetzt bin ich schon wieder im Eimer wegen der komischen Cave Rocks hier. Ich möchte doch nur bauen. Jo, ne? Also immer tiefer, immer tiefer. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl nach dem Motto, wie tief die Welt sein kann. Also ich vermute, aber das vermute ich nur, dass alle Kristallhöhlen etwa auf einer Höhe liegen. Das heißt, wir müssten ja ganz am Anfang, wo wir die weiße Kristallhöhle gefunden haben, schon so tief gewesen sein, wie wir jetzt waren für die rote Kristallhöhle. Und ich habe gedacht, wir wären schon wesentlich tiefer hier mit dem Schacht. Okay, da unten geht's weiter. Das hier ist Titanium. Ach komm schon, ich kann mal so daneben liegen. Ja. Ich gucke immer mal, weil ich mir nicht ganz sicher bin mit den Farben. Und es gibt noch ein paar andere Metalle und Kristalle, die man abbauen kann und Erze. So, und jetzt baue ich das hier ab, glaube ich. Da, wo ich draufstehe. Und guck mal, dass ich nicht zu tief falle. Und dass mir hier die Leute nicht gleich den Saft abdrehen. So, naja, es ging aber eigentlich vom Fallschaden her. So, das ist auch nur so eine kleine Höhle. Das heißt, die muss ich auch nur vernünftig abdichten. Hier hin zum Bauen, bitte. Na, komm schon. Ach, das ist doch nicht zu glauben. So, den, der da unten auf mich schießt, den lasse ich einfach schießen. Soll er sich ins Knie und so weiter. Okay, Fackel. Die nehmen wir weg. Den nehme ich auch wieder mit. Und dann geht's hier weiter. Ja, die finden es jetzt natürlich nebenan nicht so toll, dass ich mich hier runtergrabe. Ist mir aber egal.
So, jetzt kommen wir zwangsweise anscheinend zu einer Runde Titanium. Da drüben ist noch eine Höhle links. Also zumindest sieht das so aus. Ich muss mal ein bisschen Titanium mitnehmen. Dauert halt relativ lang, bis man es abgebaut hat, aber wenn es so nah am Weg ist, Land liegt hier. Das kommt halt davon, weil wir diesen, weiß ich nicht, was das ist, Plasma-Cutter, nee, Tesla-Ding, keine Ahnung, wie hieß denn das nochmal? Mann, jetzt will ich es aber auch wissen. Da, Sonic Drill, den brauchen wir nochmal irgendwann. Aber dafür müssen wir erstmal Tech Level 7 werden. So, jetzt haben wir schon 5600 oder 5800 Research Points. Das ist wunderbar. Das heißt, dann, wenn wir irgendwann mal wieder zurückkommen, können wir richtig schön viel forschen. So, habe ich was vergessen an Titanium? Das hier. Da oben scheint auch noch was zu sein. Sehr gut. So. Klappe dicht. Und weiter geht die wilde Fahrt. Achso, ich könnte mal eine Fackel spendieren. Hier muss auch keiner hin. So, mache ich das wieder zu. Dann sieht man da drüben auch die Höhle, die mich nicht interessiert. Aha. So, und wenn ich das gerade sehe und hier unten schon Stein anfängt, hätte ich fast gedacht, mein Inventar ist schon voll. War aber gar nicht so. Ha, seltsam. Aber was ich jetzt mache, danke, dass ihr mich daran erinnert habt. Ich werde mir jetzt hier das Titanium holen. Und dann passiert was ganz Tolles, worauf ich schon seit 35 Wochen warte. Ihr werdet begeistert sein. Ich freue mich jetzt schon wie so ein kleines Kind. Ein absolutes Highlight des Spiels. Und eine echte Empfehlung, warum ihr mindestens ein Abo dalassen müsst und wenn nicht, dann ein Like. Und zwar werde ich hier rein, ob ihr es glaubt oder nicht, diese dusselige Laterne stellen. Geh an. So. Ach, ist es nicht schön. So, endlich bin ich dem Slot im Inventar wieder los. Gut, tja, ne? Also wir graben. Nicht mehr so ganz lange. Wenn wir irgendwie mal wirklich genug haben, dann gehen wir wieder hoch, machen noch einen kleinen Abstecher in die Kristallhöhle. Ich verspreche es euch. Ernten so viel Kristall, wie es irgendwie geht, bis uns die Kugeln ausgehen. Sind ja nicht mehr so viele. Und ja, ich werde auch die glühenden Kugeln nehmen. Das mache ich dann meine Wegen. Und dann geht's wieder hoch. Wir können noch ein bisschen Kohle und Kupfer gebrauchen, wenn ich das so richtig sehe. Das finden wir aber hier oben. Dann gehen wir da nochmal auf Tour. So, das heißt aber, wir haben von den 5 Kristallen schon weiß und rot gefunden. Das ist gar nicht so schlecht. Grün, gelb und blau, die Höhlen müssen wir dann nochmal irgendwann erstöbern. Aber noch nicht jetzt. So, hatte ich die Geschichte eigentlich fertig erzählt mit dem Endboss? Na, also, wir werden, wenn wir die Tore aktivieren müssen, werden wir mit ein paar Ressourcen dahin gehen müssen, sonst können wir nichts aktivieren. Also ein paar Kristalle, irgendwas anderes, Eisen und Eisenerz und ach, ich weiß es gar nicht mehr genau, das wird uns dann angezeigt. Und um das dritte Tor zu aktivieren, brauchen wir halt, ich glaube, rote Kristalle und eben diese Shadowpots. Deshalb war ich hinter denen so her, weil es die nicht so ganz oft gibt. Aber so wie es im Moment ist, haben wir ja auch nur einen gefunden, obwohl wir jetzt hier ewig schon unterwegs sind. So, okay, also. Jetzt geht's wenigstens immer gerade runter, aber unten rechts kommt die nächste Höhle.